das wird ihn schon rausekeln. Dieses Gedicht heißt »Besser draußen als drin«. Piraten wird's schlecht auf stürmischer See. Riesen kotzen auf ihren Zeh. Könige erbrechen auf goldenen Klos. Hunde würgen ganz einfach drauf los. Babys tut es gar nicht leid. Das Bäuerchen auf Mamis bestem Kleid. Vielen Dank, Junge. Ich denke, ich habe genug gehört. Oh, aber der beste Teil kommt doch erst noch. Natürlich. Es fehlen ja noch Reihen, Kälbern, Speien, Kübeln und die davon sich geben in deinem Gedicht. Jetzt setz dich hin. Ich hab mich mal auf einem Schiff übergeben. Ich in einem Auto. Und ich auf meinem Teddy. Ruhe! Die ganze Klasse hat eine Stunde nachsitzen. Oh nein! Nun kommen wir zum nächsten Fach. Musik. Kommt alle mit. Dann muss ich anscheinend zu härteren Methoden greifen. Einer von euch sagen, was man mit Musik ausdrückt. Mit Musik kann man ausdrücken, wer man ist. Ganz recht, Gregor. Gut, und nun nimmt jeder das Instrument, das vor ihm liegt. Ruhe! 2 Stunden nachsitzen nach dem Unterricht. Es spielt einer nach dem anderen. Susi, du fängst an. Was ist denn, Junge? Irgendwas stimmt mit meiner Tuba nicht. Sie drückt mich irgendwie nicht ganz so aus, wie ich bin. Vielleicht bläst du nicht stark genug rein. Ich glaube, sie ist verstopft. Ich sehe da nichts. Ja, sie hatten recht. Ich habe nicht fest genug reingeblasen. Du schrecklicher Junge! Ich habe mich doch nur ausgedrückt, Herr Fieser. Ins Rektorat mit dir! Sofort! Die anderen spielen weiter. Tu irgendwas, Henry. Peter? Hallo, Henry. Ich darf der Schulpostkurier sein. Ich muss heute allen Lehrern ihre ganze Post bringen. Hier ist die Briefablage, Peter. Weißt du denn, was du zu tun hast? Ja, natürlich, Frau Lieblich. Oh, Peter, ich gratuliere dir. Der Schulpostkurier ist eine wichtige Aufgabe. Ich bin sicher, du wirst das ganz hervorragend machen. Das hier ist für Herrn Fieser. Vielen Dank, Frau Sonderlich. Frau Lieblich, dürfte ich Sie einen kurzen Augenblick sprechen? Oh, Henry, warum wundert es mich gar nicht, dich hier zu sehen? Ich kümmere mich gleich um dich. Peter? Du darfst wieder in die Klasse gehen. Also, wann musst du die Sachen aus der Ablage ausliefern? Vor der großen Pause. Oh, ich werde der beste Schulpostkurier aller Zeiten. Vor der großen Pause, hä? Perfekt. 3 Stunden nachsitzen, ist das alles? An dieser Schule herrscht keine Disziplin. Das ist das Problem. Setz dich dort drüben. Oh! Henry, setz dich da drüben hin. Henry? Henry! 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 Aber er hat mich geschubst! Ach ja? Ich hab nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause. Chemie! Wart's nur ab. Ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. Hey, Ruhe da hinten! It's so easy being me. I'm hard-headed.
kaufen dir eine neue Hose. Eine Hose? Ja, du brauchst keine neuen Turnschuhe, du brauchst eine neue Hose. Eine Hose? Nein! Die Router tut's wenigstens ansehen. Ach, hör auf zu quengeln, Henry. Aber... Bitte geh und hol mir ein Spülmittel. Das leicht schäumende. Dort drüben. Das ist echt gemein. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, du hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch einkaufen. Ha, nicht, wenn mir meine Mutter Router tut's kauft. Router tut's? Wirklich? Ha! Ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spülibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht Schäumende? Die sieht ja schön aus. Ha, aber sicher nicht an dir. Sei nicht so gemein, Henry. Mama, die Schuhabteilung ist in diesem Stock. Können wir nicht nur ganz kurz vorbeischauen? Henry, wie kannst du überhaupt noch nach etwas fragen, nach dem, was du gerade gemacht hast? Du hast mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. Aber Mama... Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja, ist diese Hose auch strapazierfähig? Oh ja, und die führen wir übrigens in allen Größen. Vielleicht möchten gleich beide ihre Jungs sie anprobieren. Ich zieh doch nicht die gleiche Hose wie der an. Und außerdem ist das eine Mädchenhose. Die Hose kann sowohl von Jungen als auch von Mädchen getragen werden. Oh, wie praktisch. Henry, los, benimm dich endlich. Probier sie mal an. Wie geht's? Na, vielleicht probieren wir es mit einer anderen. Soll ich sie Ihnen einpacken lassen? Ja, vielen Dank. Peter! Henry! Wir gehen! Jetzt beeil dich, Henry! Henry? Verehrte Kunden, falls einer von Ihnen einen schrecklichen Jungen sieht, melden Sie ihn bitte am Informationsstand. Router tut's! Die sind ja so cool! Wenn ich König bin, habe ich für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Router-Toots. Siehst du, Mama? Die sind doch echt cool! Nein, Henry, das geht einfach nicht. Du solltest dich wirklich schämen. Ich kann dich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass du irgendwelchen Ärger machst. Juhu! Hey! Das Problem mit Eltern ist, sie haben keine Ahnung, was im Leben wirklich wichtig ist. Ich brauche diese Schuhe unbedingt. Mama versteht das einfach nicht. Ich muss einen Zahn verlieren.
Na kommt schon! Wackelt! Ihr sollt wackeln! Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3! Sie sind alle noch drin! Henry? Aha! Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen, heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? It's so easy being me. I'm Ich grab mir jetzt einfach einen Tunnel.
blöder Löffel. Au! Gut, jetzt reicht's mir. Klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Sei nicht so gemein, Henry. Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama. Sieh, da. Böser Wauwau. Du hast mich gerettet. Du bist mein Held. Ich hab dich nie gerettet. Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! Wollt ihr wissen, wie lange ich schon hier bin? Seit gestern. Und heute Morgen haben sie mein Frühstück vergessen. Ich will jetzt endlich frühstücken. Nein! Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag. Aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich hab sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Ach, Mann. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir schon wieder was nicht? Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. Also gute Besserung, Henry. Und falls deine Eltern wollen, dass du noch eine Weile zu Hause bleibst, dann habe ich nichts dagegen. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist mein Ruf total ruiniert. Ihr werdet schon sehen. Jetzt nennen sie mich bestimmt Henry der Held. Das ist echt gemein. Und ich hab so Hunger. Aber außer mir interessiert das hier wohl keinen. Dann muss ich mich wohl selber drum kümmern. Sorge, die Untersuchung ist reine Routine. Danach dürfen Sie Henry zum Glück mit nach Hause nehmen. Henry, geht's dir schon wieder besser? Hervorragend. Hast du Geld dabei? Was? Ja, aber eigentlich, Hör mal, ich hab dir doch das Leben gerettet. Und als Dank dafür will ich einfach nur ein bisschen Geld. Sofort! Ach, na schön.